MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. We celebrate at midnight. We welcome you to 2K Sports. Hallo Leute! Ja! Okay. In der Tat, es ist die Silvester-Show, Silvester-Spieltag. Ich habe eure Kommentare gelesen gegen Atlanta, gegen die Thunder. Ja, es ist geplant, die kamen jetzt aber nicht mehr. Da dachte ich mir, wir spielen wenigstens gegen den amtierenden Meister, gegen die Golden State Warriors. Und das Ganze findet an Silvester statt. So, genau. Check eine sehr geschmackvolle Krawatte, die ich da gerade gesehen habe. Also denn, Steph Curry. Ja, die letzten Spiele waren ja schon nicht so schlecht für uns. Ich glaube, 2 Triple-Doubles in den letzten Spielen. Kobe wahrscheinlich auf Abschiedstour. Und Frack tanzt. Ja. The Dude mit einer schönen Einlage hier. Wie gesagt, Silvester-Show. Ich dachte, das ist vielleicht ganz witzig für euch. Leider habe ich die letzte Aufnahme nicht, wo das war zu Weihnachten, wo ich gespielt hatte. Da hat Shaq und Kenny Smith, die haben ein Weihnachtslied gesungen. Gerappt. War auch ganz cool. Habe ich mich geärgert, dass ich das nicht aufgenommen hatte. Na gut, man kann nicht alles haben. Also, Kobe will den Block hier innen gesetzt haben. Das machen wir doch mal für ihn. Kobe versemmelt das Ei. Und wir sind rechtzeitig da für den Rebound. Ja, ich habe mich stärkemäßig erheblich verbessert. Ich hatte es irgendwann ja in der letzten Folge gesagt. Ah, Russell, den musst du nehmen. Oh, offener Dreier, D'Angelo Russell. No good. Ich habe mit der Sid und dem Baltimore Raven Fan und dem Nation LP ein bisschen im Park gespielt. Ich hatte Münzen gespart und ich hätte direkt abschließen können. Und ja, da haben wir den Kollegen jetzt mal ein bisschen gepimpt. Und jetzt sind wir ein ziemlich brauchbarer Power Forward. Zusätzlich hatte ich die ganze Zeit nicht auf dem Schirm. Ja, da hätte man spielen können. Aber der Angelo ist halt irgendwie... Ja, ich kam nicht raus, verdammt. Dachte, ich wäre schon draußen und bin wieder reingezogen. Ah! Ärgerlich, aber D'Angelo, ganz ehrlich, da musst du sehen, oder da muss er sehen, dass da, es sind auch 3 Sekunden hier. Naja. Andere Uhrzeit, wenn die Warriors hier in der Zone rumlungern. Ach, da sitzt das Ding. Happy New Year! Ach, rechts unten da. Auch schön zu sehen. Ja, danke. Genau. Bogut mit dem Foul, dankeschön. Und was wollte ich sagen? Ach so, die Dunks unterm Korb hatte ich gar nicht ausgerüstet. Und deshalb konnte er unterm Korb auch nicht danken. Ja, welch Wunder. Mitteldistanz sollte jetzt auch halbwegs funktionieren, solange es nicht zu weit ist. Und ein bisschen Defense. Rebounds habe ich gemacht. Auch wenn ich für das Let's Play hier Rebounds nicht benötige. Aber für den Pro-M-Modus sind Rebounds schon interessant. Und es hat halt einen höheren Overall zur Folge gehabt. So, wir gleichen aus zum 5:5. Andre Gotti, also known as The Dude, formerly known as... Frequency Vibrations mit dem nächsten Punkt. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Was soll euch jetzt noch schocken?
Green the Screen. Green the Screen. Oh, da komme ich nicht hin. Ah, Roy Hibbert da noch mit den Fingern dran, aber die Refs entscheiden auf Goaltending. Goaltending. Ja, wie gesagt, Defense habe ich höher gezogen, Rebounds habe ich höher gezogen, all das soll dann im Pro-Am-Modus helfen. Das ist so ein bisschen der Pro-Club-Modus von NBA. Sehr gewöhnungsbedürftig, aber durchaus ulkig. Wir wollen da definitiv mal auch ja, einen Stream von starten oder auch mal die eine oder andere Aufnahme. Ist geplant, aber dafür müssen unsere Pros natürlich erstmal ein bisschen stärker sein. Und wir treffen da regelmäßig auf irgendwelche Geeks, die da mit 99er Stärke rumlungern. Und wir dann mit unseren 67 ist kacke. Ja? Da komme ich nie hin. Bei aller Liebe, da komme ich nie hin. Chalmers gegen Russell. Und hier ist Barnes für 3. So, die Warriors führen 10 zu 7. Und Russell hat keinen Bock auf meinen Pick. Die werfen aber auch, ja, ungut. Ungut. Bogut setzt ein Screen für Chalmers. Er kickt es zu Bogut. Golden State moving it around. Bogut steht da auch schon 20 Minuten in der Zone. Alles gut. You can. Steph Curry sehe ich gar nicht. Könnte mir vorstellen, dass er vielleicht sogar verletzt ist. Ja, Roy Hibbert verlegt. Bryant mit offensiven Rebound und Punkten. Wir bleiben im Rennen. Ja, die My Player Version gefällt mir vom Spielen her ganz gut. Im MyGM-Modus finde ich uns ein bisschen zu stark geraten. Aber hier im MyPlayer-Modus ist es so, ja, wir machen unsere Punkte und unseren, ja, unsere Rebounds, unsere Blocks und alles andere, aber wir verlieren mit den Lakers. Weil wir einfach das Team zu sehr tragen müssen. Und ja, gerade von Russell hatte ich mir mehr erhofft. Mehr Hilfe. Kobe ist klar, der ist durch. Hibbert, ja, braucht vielleicht noch ein, zwei Jahre, um richtig durchzustarten. Ein Schweinepass mal wieder. Und jetzt laufen wir auch schon wieder zurück. Ja, das meine ich. Das ist zu viel. Zu viele Fehler von unseren Teammates. Also jetzt brauchen wir den Ball, denn das hier ist ein Mismatch, wie wir es haben wollen. Unglaublich, unglaublich. Eigentlich muss er den bis nach San Francisco schieben, oder? Das Post-Up war schon komisch und da komme ich nicht hin. Ja, das habe ich befürchtet. Das war, ja, ganz klar offensiv rüber und zugelassen. Ganz klar mein Fehler, ja. Ganz klar mein Fehler, Kobe geht runter. Ist auch nicht wirklich auf Dauer eine Hilfe. 7 von 11 Punkte gehen auf unser Konto. Versuchen wir hier mal ein bisschen das Spiel breiter zu machen, um hier vielleicht Platz zu schaffen für die Penetration. Nein, wir ziehen nach innen, kriegen den Ball, machen das Ding rein. Wie gesagt, der Mitteldistanz-Jumpshot, wenn er so frei ist, sollte er auch passen. 9 Punkte, 3 Rebounds, 80% aus dem Feld. Andre Gordy ist gut drauf, auch hier an Silvester. Hat später vielleicht noch nichts vor. Wird er noch ein paar Jumpshots in der Halle üben? Während das große... Nein, natürlich nicht. Er ist zwar ein Arbeitstier, aber natürlich wird er heute Abend ein bisschen feiern. Wobei morgen, also am 1. Januar, im Spiel auch schon wieder ein Spiel ansteht, hatte ich gerade gesehen im Kalender. Das heißt, so viel feiern ist da auch nicht. Jo, Nick Young mit dem Steal. Ihr seht, wir sind auch recht fix unterwegs.
Oh, verdankt sich. Abschlussbestie Plakette. Habe ich gesehen. Ja, die haben wir noch Bronze. Die habe ich noch nicht aufgewertet. Da fehlen mir jetzt gerade noch die Coins, die Punkte für. Durch die App, durch die NBA 2K16 App, kriegt man ja auch nochmal jeden Tag so, ja, ich sag mal im Schnitt seine 500 Pünktchen. Und die waren natürlich auch hilfreich. Ein bisschen gespart, ein paar Spiele gemacht. Im Moment kriegt man für jedes Spiel, die Belohnungen werden verdoppelt. Das ist natürlich auch alles andere als ein Nachteil. Aber, ja, momentan ist Münzenknappheit. Das kannst du vergessen, mein Freund. Block für Nick Young und der haut das Ding mal rein. Das ist doch mal ein Zeichen hier. Ein schöner, ja, sah aus wie ein kleiner Windmill. Ein Two-Hand-Windmill. Kann man so stehen lassen. 17-17. Und Steph Curry ist definitiv nicht da. Also ich tippe darauf, dass er ja, wahrscheinlich verletzt ist. Da wollte ich raus zur Help-Defense, spring hoch, um den Wurf zu erschweren. Und ja, dann ist es leider nicht mehr möglich, hier... Ah, schade, tick nicht rein. Noch den Rebound zu holen. Die zwei Leute, die da in der Zone rumtouren vom Gegner. Ja, mal gucken, ob wir mit den Freiwürfen das Unentschieden erzwingen können. Natürlich. Ah, das Timing habe ich drin. 19-19. Also, die Lakers in Form von vom Dude bleiben dran. Andre Iguodala. Ah, gegen Meeks. Eigentlich gar nicht so schlecht verteidigt, aber ihr seht's, das Ding geht rein, rein, rein. Jetzt weiß ich nicht, was Clarkson vorhat. Er tickt rein. Ausgleich. Wir halten uns irgendwie ran. Dafür, dass die ohne Steph Curry spielen, ja. Mario Chalmers, der hat doch mal bei den Heat gespielt, oder? Ja. Danke. Endlich mal der Pfiff. Brandon Bass kommt für uns. Also, wir ruhen uns aus, gehen mit einem Unentschieden runter und es bleibt beim Unentschieden. Start zweite Viertel. Ihr wisst, zur Halbzeit machen wir wieder einen kleinen Folge-Break. Und warum machen wir das? Weil ich A, nicht am Stück hier alles immer durchhauen will. Das nervt auch beim Rendern, bei der Nachbearbeitung. Und B, weil ihr ja alle jetzt artig den Adblocker aus habt hier, wenn ihr meine Videos guckt. Dementsprechend der Tick rein. Schön. Bekomme ich für zwei Videos halt meine YouTube-Einnahmen. Ganz einfach. Wenn ihr den Adblocker anhabt, sind diese Einnahmen so gering, dass ich sie kaum sehen kann. Aber wie gesagt, ihr ja nicht, ihr macht den ja aus. Danke. Hops da, wir sollen blocken. Inside oder hier? Oder ja, ne? Hier willst du haben, oder? Ja, dann würde ich nicht weglaufen. Boom! Schakalakalakalakalakalakalakalaka. Führung Lakers, 31-30. Oh, da kommt der Schuss. Kobi und wieder verlegt. Barnes kicks to Thompson. The shot is off. Some solid defense from Kobe. Lakers have gone 2-3 here to open the second quarter. Not Kobe. To the inside. Here's the dude. Ah, schade. Ja, mit Foul, okay.
Aber schön gezogen. Sehen wir es vielleicht hier nochmal? Oder sehen wir irgendwie nur die Statistiken von Draymond Green? Ja. Ja, hätte ich gerne nochmal gesehen. Ich weiß, ich könnte jetzt die Instant Repair machen, aber das nervt irgendwie. Aber eine schöne Bewegung hier. Mitschwungen durch die Zone. Ey, den habe ich echt drauf, den Freiwurf. Gut, ich habe aber schon eine 74er Bewertung. Ich glaube, das ist aber nicht mein Base-Wert. Ich glaube, das kommt durch das ausgezeichnete Training, was wir in der letzten Folge hatten. Da haben wir jedes Training, nein, nicht jedes, aber die beiden Teamtrainings mit Gold abgeschlossen. Seconds. Aha. Bogut. Und da ist der nächste Rebound. Wie viel haben wir? Da ist der Ball weg. Da war der Ball auf einmal weg. Schnelle Finger, schnelle Hände. Ah. Oh, das ist aber ein absichtliches Foul. Das ist aber hier... Ja, ich war durch. Denn nächste Aktion wäre ein Pass auf mich gewesen und dann hätten wir das Ding da reingenagelt. Also nur auf den Mann. Böse, böse. Das war nicht nett. Ah, Nick Young. Ah, langer Zweier nur. Stand da wohl auf der Linie mit den Zehenspitzen. Ja, danke. Stauskas, sagt mir gar nichts. Kann jetzt nochmal überlegen, warum das jetzt gerade passiert ist. So, 5 vor. 9 Minuten noch ungefähr in der... Das ist ein Foul. Ah, immer diese Ballverluste nach Rebounds unterm Korb, ne? Oh, den Pick habe ich nicht verstanden. Barnes für 3. Warum er nicht den Ball richtig festhalten kann, ist für mich ein Rätsel. Ist ja jetzt nicht so, als wäre das hier... Irgendwie eine Fitzpippe oder so. Ja, da ist keiner zum Rebound. Doch, Hibby. Hibby ist da. Habe ich nicht gesehen. Alles gut. Alles gut, Kobe. Trotzdem kannst du auch mal wieder einen Wurf reinmachen. Stauskas. Barnes. Ja, der ist gut drauf. Oh. Hätte ich mitgerechnet, dass er den macht. Oh! Auch hier hätte ich damit gerechnet, dass wir den machen. Schade, ich wollte eigentlich, dass er den Pass sauber spielt. Na, das könnte er alleine. Nick Young. 39, 33. Sehr intensives Spiel. Nick Young auch schon mit 10 Punkten. 5 von 7 aus dem Feld. Das ist okay. 2 Rebounds, 1 Steal. Ich hasse diese Dinger, ne? Weil immer, wenn die hinter mir reinziehen, denke ich, ich bin im Passweg. Was soll da schief gehen? Ja, aber die kann man irgendwie, und das finde ich total sinnlos, nicht irgendwie unterbinden, dann die Pässe. Na, der soll auf Hibby. Ah, Nick Young. Wupp, für 3. Richtige Antwort. Timeout. Warriors. 6 vor. Die Männer aus Golden State haben den Ball und können verkürzen. Ach, wir sind schon wieder fast beim Double-Double, sehe ich gerade. 17 und 9. 7 Minuten vor der Ende der ersten Halbzeit. Unfassbar. Unfassbare Bilanze. Bilanzen, Statistiken, Werte. So sollte es lauten.
question about it. Every one of them is willing and able to be the floor general out there and make sure the offense is running. Ich find's ein bisschen schade, dass durch den Story-Modus es nicht möglich ist, Wojcikowski Rookie of the Year zu werden. Oh nö. Ein schöner Pass wäre. Ja, ich krieg hier schlechte Passanforderungen. Oder schlechte Passforderungen. Ja, dass es durch die Story nicht möglich ist, Double Double übrigens, Rookie of the Year zu werden, finde ich schade. Na komm, Roy, das machst du doch, oder? Ja, sicher macht der Roy das. 1000 Fans! Wieder mal gewonnen. Here's Stauskas. He's guarded by Russell. Pulls up. Stauskas' shot is off. Stauskas, keine Ahnung, was vorhat. You don't get many looks better from that range. Now, here is Russell. Ja, das wird eng jetzt. Kicks to Hibbert. And it's Bryant in the corner. Here's the dude. Boo! Danke, Kobe. Ein schöner Pass nach innen. Und The Dude mit Punkte 18 und 19. 10 vor. Aber wie gesagt, wäre Steph Curry da, würde das hier vielleicht nochmal ganz, ganz, ganz anders aussehen. Denn das ist ja wirklich momentan einer der besten Basketballer. Auch die können wir jetzt. Macht uns nur noch unberechenbarer. Denn wenn wir auch aus der Mitteldistanz fähig sind zu verwandeln, muss man uns enger decken. Und wenn man uns enger deckt, haben wir die Möglichkeit, mit einem schnellen ersten Schritt vielleicht doch noch irgendwie an unseren großen Gegnern zumindest vorbeizuziehen. 5 Minuten noch, Timeout Lakers. 21 Punkte, 11 Rebounds, 1 Assist, 66% aus dem Feld. Ich lasse das mal so stehen. Happy New Year. Wir müssen Zeit von der Uhr nehmen, kluge Würfe nehmen. Okay. Coach will das Ganze ein bisschen geduldiger angehen lassen. Ja. Kontrollierter. Ja, den habe ich sehr klug gefordert. Wer ist hier verletzt? Das Symbol ist nicht gepeilt. Thank you, Doris. Boy, you always hate to see anyone ever deal with any sort of injury. And almost for every player, it's inevitable. I mean, injuries are going to happen no matter how well you take care of yourself. And let's just hope the rehab process doesn't drag on any longer. Da will er einen Offensivvoll aufnehmen. He's just been brilliant today, guys, and it was the same story last time out. Ja, wie sagt man? Erkannt und genutzt. Barnes. Ja, der Barnes ist auch gut. Der Barnes ist... Ach, das ist gar nicht Matt Barnes. H. Barnes, kann ich euch jetzt nicht sagen, wer das ist. Ist wahrscheinlich ein Spieler, der nach meiner Zeit kam. And it's Meeks atop the key. He dishes it to Randall. And the rejection by Azili. Ja, den hatte ich mir schneller vorgestellt, beziehungsweise schon von Randall gefordert, der aber irgendwie anscheinend ein geistiger Tiefflieger ist. Ah. Iguodala ist verletzt, okay. So, geduldiger war ja das Zauberwort.
on the backboard. Greg, and that's been the key to this league. I mean, they've really dominated. Na gut, aber ich war natürlich auch ziemlich frei in der Zone. Sei es drum, 9 vor. Chalmers. Da komme ich nicht rum. Lässt sich Meeks, glaube ich, ordentlich vorführen. Ja. Doch, H-Punkt Barnes kenne ich, aber ich kriege den Vornamen nicht konstruiert. Blockt aber Second Chance. Kobe mit dem Sprungwurf für 2. Ja, da er gerade unseren Kollegen geblockt hat, wollen wir jetzt nicht zimperlich sein. Ah, das ist zu langsam, Freunde. Ein Fastbreak nennt man Fastbreak, weil er sehr fast ist. Na, wen haben wir denn da? Oh! Ach, Freunde! Kevin, they started the game shooting it so well. I'm surprised they haven't continued. They've got to get back to their strength. Yeah, I mean, test the hot hand. You're exactly right. Ja, das hatte ich befürchtet. Diese Dinger hasse ich einfach so unfassbar. Ne? Du stellst den Block und die gehen drum und der Gegner bleibt hängen und zack ist es jedes Mal ein Foul. Oder sagen wir mal, sehr häufig ein Foul. Kotzt mich an. Ein Vor. Wir gehen mit einem Vor in die Halbzeit hier in diesem Spiel, unser letztes Spiel im Jahre 2015. Ihr wisst, was das heißt? Interview? Denken Sie, dass Sie mehr tun werden, um Sie zu bremsen? Wenn Sie das tun, werden wir da eine passende Antwort drauf geben. So sieht es nämlich aus. Genau. Doris sagt Danke.